Ich wurde gerade von einem Freund angerufen und der hat mir erstmal sein Leid geplagt und dann habe ich ihm versprochen, weißt was, ich mache da einfach mal kurz ein Video drüber zwischen Gerichtsverhandlung und Kanzlei, halte ich auf einem Rastplatz an, da bin ich gerade. Es geht um ein ganz besonders heikles Thema. Was tun, wenn der Nachbar den ganzen Tag kifft und eure Kinder den Rauch abbekommen? Schnallt euch an, das könnte ganz interessant werden. Also seit dem 1. April 24 ist Cannabis in Deutschland ja teilweise legalisiert. Erwachsene dürfen bis zu 25 Gramm besitzen und bis zu 3 Pflanzen anbauen. Aber was ist jetzt, wenn der Nachbar es komplett übertreibt und der Qualm ständig zu euch rüberzieht? Zunächst einmal, Rücksichtnahme ist Pflicht. Das Gesetz betont das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme. Das bedeutet, dass natürlich auch Kiffer Rücksicht auf ihre Nachbarn nehmen müssen. Wenn der Rauch jetzt ständig zu euch rüberzieht und eure Kinder das einatmen müssen, dann ist das ein klarer Verstoß gegen dieses Gebot. Aber was kann man jetzt dagegen tun? Mein Vorschlag. Erstens, Gespräch suchen. Der erste Schritt sollte immer ein freundliches Gespräch mit dem Nachbarn sein. Erklärt ihm die Situation und versucht mit ihm gemeinsam eine Lösung zu finden. Zweitens, Vermieter einschalten. Wenn das Gespräch jetzt nichts bringt, könnt ihr euch an euren Vermieter wenden. Starker Cannabisgeruch kann als Beeinträchtigung des vertragsgemäßen Gebrauchs der Mietsache gelten. Drittens, Mietminderung auch möglich. Ne? Bei erheblicher Geruchsbelästigung kann unter Umständen eine Mietminderung gerechtfertigt sein. Die Höhe hängt natürlich vom Einzelfall ab. Viertens, Abmahnung und Kündigung. Der Vermieter kann bei anhaltenden Verstößen gegen die Hausordnung oder vertragliche Vereinbarung eine Abmahnung aussprechen und im Extremfall sogar kündigen. Fünftens, Bußgeld. Das Cannabisgesetz sieht in bestimmten Fällen des Cannabiskonsums ein Bußgeld von bis zu 30.000 Euro vor. Bei Verstößen gegen Konsumverbote in der Öffentlichkeit zum Beispiel. Sechstens, örtliche Regelungen beachten. Es können zusätzliche kommunale Vorschriften gelten, die den Cannabiskonsum in bestimmten Bereichen einschränken. Schutz der Kinder, das ist das Gebot der Stunde. Es geht immer um den Schutz von Kindern und Jugendlichen. Der Konsum und Besitz von Cannabis ist für Minderjährige weiterhin verboten. Die Weitergabe von Cannabis an Kinder und Jugendliche wird streng bestraft. Ich habe mir gerade eine ganz andere Frage gestellt. Wie ist das eigentlich, wenn du Kinder im Haushalt hast? Was in den eigenen vier Wänden passiert, das kriegt ja keiner mit. Das heißt also, ihr setzt eurem Kind oder euer Kind dem Qualm aus. Was sagt das Gesetz dazu? Am Ende darf man an Kinder nicht abgeben und man darf eigentlich auch nicht in Gegenwart der Kinder rauchen. Aber das kriegt ja keiner mit. Ich sehe weniger das Problem in einem Bußgeld oder in einer Straftat. Ich sehe viel eher das Problem da, wo das Jugendamt drauf guckt. Wenn das Jugendamt weiß, die Eltern sind Kiffer, dann werden die möglicherweise etwas genauer hingucken. Denn es geht am Ende im Familienrecht ja immer um das Wohl des Kindes. Und wenn das Jugendamt das Kindeswohl gefährdet sieht, dann kann es letztendlich, im Extremfall natürlich, dazu führen, dass sie das Kind da rausnehmen aus dieser Familie. Das wäre im Extremfall möglich. Und jetzt stellt euch mal vor, da ist ein Nachbar, der euch ohnehin nicht aufs Feld gucken kann. Der scheißt euch dann beim Jugendamt an, macht da irgendeine Meldung, die vielleicht auch überhaupt nicht stimmt. Und plötzlich müsst ihr euch mit denen auseinandersetzen über etwas, was ihr eigentlich gar nicht getan habt. Zum Schluss eine Frage an euch. Glaubt ihr, dass diese Regelungen ausreichen, um Kinder vor den negativen Auswirkungen des Cannabis-Gebrauchs zu schützen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Mogo.